Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt mit dem Traktor zurück von Düngen. Ne? Und schauen wir, dass wir den Wechsel kriegen. Dann können wir richtig Richtung fahren. Ich glaube, die verkehrte Richtung. Das wäre eher Schneeketten angebracht. Ne? Das muss jetzt die richtige Richtung sein. Ne? Man so schön sieht, schon schön Spuren zu sehen, ne, im Schnee. Mal gucken. Ja, sind richtig. In richtige Richtung, wenn wir noch näher rechts abbiegen, näher. Straße kommen. Ups. Der Weg ist ja fast, oder die Straße ist ja fast nicht mehr zu sehen. Fast. Nee. Ja, mal schauen, was wir heute noch machen. Also, Tiere sind versorgt. Wir könnten auch Bäume fällen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ansonsten müssen wir mal schauen, was wir alles brauchen noch für die Saison. Das könnte man ganz gut einkaufen. Ne? Wir brauchen noch einen Drescher. Am besten zwei. Dann müssten wir noch einen Hänger kaufen für Abfahren. Traktoren haben wir ja genug. Wenn wir ja einen Drescher kaufen, und dann mal sehen, dass wir versuchen, die Fahrzeuge zum Hof zu kriegen. Auch wenn ein bisschen Schnee liegt, aber das soll uns ja nicht abhalten. Ne? Eine Schneefräse würde ich nur kaufen, wenn ich jetzt partout jetzt überhaupt keine wenn ich eben fahren könnten, ne? Dann würde ich eine Schneefräse kaufen. Ansonsten ist das so okay. Ist noch gut befreit, also mit Salz brauchen wir auch noch nicht arbeiten. Die Dächer sind weiß. Die Bäume musste er das Schnee entfernen. Da gab es Probleme. Und wenn die Bäume auch weiß. Zumindest die Kiefer, ne? Flacker von beiden, ne? Nee. Für BGH. Oh, liegt schon ein bisschen mehr. Also hier schon. Naja, gut. Ist nicht weit tragisch, ne? So, da sind wir wieder. Soll ich ein bisschen mit ja, wir haben noch ein Fahrzeug stehen, ne? Also ein Anhänger für Kalk. Da ist die Fräse. Okay. Schon gesucht.
Gut, dann kaufen wir was. So, dann brauchen wir einen Drescher. Ich habe ja gesagt, dass wir jetzt nur das nehmen, was wir jetzt auch idealerweise kriegen. Das heißt, wo wir jetzt zwar ein Case, John Deere, Case 2 wäre auch noch so einer. 14.000. Das wäre der kleine, so klein wollen wir nicht anfangen. Ostelmann ist auch ziemlich klein. Fangen wir den an, ne? Wir kaufen mal einen den. Der braucht noch Schneidwerk. Dann machen wir einen größeren Case. Haben wir nicht. Fangen wir nach Holland an. Neu-Holland anfangen, ne? Der hat ein Litervolumen. Ja, das passt schon so. Dann kaufen wir dein Schneidwerk. Und zwar haben wir Holland. Für den großen. Das ist der. Original. So, für Case 2 gibt es auch ein Schneidwerk. Das kaufen wir auch gleich. Zurück, dann kaufen wir gleich den Drescher zu. Das muss der sein normalerweise. So, Tanknadel, so. Oh, der kann sogar. Egal, ne? Kaufen wir mal so. So, dann haben wir das Faktor gekauft. Grunde fast 1 Million ausgegeben. Mit Schaltwerke. John Deere wollte ich noch gucken. Bandlaufwerk haben sie fast alle, glaube ich, ne? Der braucht das Gerät. John Deere. Hat ja nichts von Teil mit, wo man anbauen kann. Nö. Warum nicht? Dann wird der in Zukunft Dings fahren. Wenn wir das sowieso ändern müssen, 12 Meter ist hier für Sonnenblumen. Ah, dann müssen wir separat mit dem Überladewagen hinfahren. Zwar grün passt zwar nicht dazu, Europa nicht dazu, egal. Wurscht. Und hier wäre normalerweise der hier. Ärgerlich. Oder ich nehme hier doch noch den hier. Hauptfarbe. Fendt. John Deere. Designfarbe. John Deere. Felgenfarbe auch grün, ne? Egal. John Deere. Design Standard. Ups. Gut. Dann werden wir kurz uns rüber beamen. Wer auch noch läuft. Beamen wir kurz uns rüber und dann gucken wir mal, die Fahrzeuge alle
nach Haus gefahren kriegen, ne? So, bis auf ein Schneidwerk ist alles original. Und die Führung an am Ende, ne? Ja. Ungünstig. So, dann fahren wir den mal zurück zum Hof. Jetzt fahren wir noch ein, zwei Hänger. Mal kurz überlegen. Na, nichts überlegen, ne? Innenansicht. Da wird eng. Geht schon. So. Aber wir müssen jetzt ja was machen, ne, dafür die Fahrzeuge im Hof kriegen, dass wir nicht bei der Erntezeit dann plötzlich loslegen wollen. Ne? Das ist ja ungünstig. Ne? Das wäre ja schlecht. Und solange hell ist, können wir die dann machen. Ne? Dunkel können wir das mit dem Holz machen. Ne? Zur Not. So. Mit drei müssten wir nicht gut auskommen. Drei Drescher. Das müsste doch immer reichen normalerweise. Oh, jetzt haben wir Regen. Oh, Blitzeis. Und Gewitter. Ah, da wird wieder Schnee an, ne? Das haben ungefähr 6 Tonnen Regen und dann wieder 6 Tonnen Schnee. Das wird ein sehr feuchter Jahresstart, sagen wir so. Aber das ist gut fürs Gras, dann kann er schön Wasser kriegen, ne? Die Spiegel sind bescheiden. Ich bin zu groß. Ja, normalerweise müsste ja passen. Normalerweise. So, mal gucken, an den Wert, man gerade sehe. Passt soweit alles. Ja, das mit dem Regen war ja nicht eingeplant, ne? So ein bisschen Silage mal wegfahren. Ach, auch noch. Muss man gleich machen, das wird ja voll wird gleich. Sauber da. Mal sehen, wie lange der Schnee liegen bleibt.
beziehungsweise neuer hinzukommt. Ein bisschen Geld verdienen heute im BGH, nicht viel, aber ein bisschen, ne? Winterreifen drauf, heute. Wäre ja auch so ein Ding. Normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, Winterreifen, ne? Alle Reifen werden auch weiß. Die Nase juckt mir. Ja. Und wieder los, so Ding, ja. Das soll es vorher gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Natürlich geht es gleich weiter. Tschüss.